Hallo, meine lieben Freunde der gemütlichen Unterhaltung. Willkommen zum zweiten Teil dieses Reviews von diesem Staubsauger. Heute im praktischen Teil sozusagen. Ich habe schon was aufgenommen, aber ich will noch mal kurz was am Anfang erzählen. Ich habe vergessen, was ich erzählen wollte. Ach ja, erstmal, was ich im letzten Video nicht mehr geschafft habe, was sind meine Erwartungen? Meine Erwartungen sind halt, dass dieser Staubsauger den groben Dreck wegmacht, ja, dass er krümelfrei ist. Und wenn er erwischt, was ich dann probiere mit dieser GoPro, deswegen habe ich die GoPro auf dem Kopf, dass er ja auch durchwischt und halt die trockene Luft etwas feuchter macht, dass nicht mehr so viel Staub ist. Aber das erfahrt ihr dann in dem Video in 4 Wochen, wenn ich dann meine Erfahrungen gesammelt habe und die mal dann nochmal euch mitteile. Findet ihr dort oben so ein Bing. Aber wenn es noch nicht kommt, dann ist das Video halt noch nicht fertig und die 4 Wochen noch nicht um. Dann abonniert ihr den Kanal. Aktiviert die Glocke und kriegt die Benachrichtigung natürlich, wenn das Video online ist. Ja, so macht man das. Ja. So, dieses Video geht wahrscheinlich auch wieder 2 Teile, der praktische. Ich weiß es nicht, weil ich habe viel schon aufgenommen, werde noch viel aufnehmen und das wird dann ein Stundenvideo. Nee, das kann ich ja nicht machen. Ich muss natürlich auch ein bisschen. Es wird wahrscheinlich 2 Teile geben. Zwei, keine 4, 2. Dass es insgesamt 4 sind. Egal. So, nochmal zu diesem Wischtuch, was ich gesucht habe. Ja, ich habe ja im letzten Video gesagt, hier sind die Einweg-Dinger. Ich vermisse noch das Wischmopp-Dings zum Auswaschen. Aber da habe ich gesehen, in der Bedienungsanleitung. Mal sehen, ob ich es so schnell finde. Das ist nicht auf Englisch, es ist jetzt auf Italienisch, egal. Also da sieht man, dass nur diese, na, doch mal auf Deutsch. Da sieht man halt hier Lieferumfang und da steht nur Einweg-Wischtücher drauf und mehr nicht. Das war beim T8, war es noch drin, bei dem T9 jetzt nicht mehr. Also es ist alles da, was hier drauf steht und das wollte ich nochmal sagen. Er redet, es redet, das redet. Ich habe es einfach mal hier hergestellt, meine Wohnstube, Strom angeschlossen und dann sollte ich das hier draufstellen. Was? Ja. Ich klicke mal. Ich hab gedrückt. Was? Gut, ich habe die App noch nicht mir angeschaut. Ich wollte es erstmal hier herstellen und ja, gut, ich stehe erstmal hier. Ich mache mal kurz einen Cut und dann schauen wir weiter. Und Mia hat schon ein bisschen geschaut, was da los ist und bin ja gespannt, wie sie damit umgeht. Ich hoffe ja, sie hat nicht allzu viel Angst vor diesem Ding. So, ich möchte dich ein bisschen mitnehmen. Ich soll jetzt öffnen Sie die Abdeckung und schalten Sie ein. Das mache ich. Ich schalte ein. Okay, habe ich gemacht. Das war Mandy.
Drücken Sie kurz eine Sekunde lang auf den Reset-Taste. Ja, ich muss mal kurz drücken. Ich hatte Schwarz schon mal gehört. Ready for network setup. Okay, was macht er hier? Starting charging. Okay, ich glaube, er lädt. Ja, ich habe Ton gehört. Das macht euch eine Verbindung. Hotspot-Verbindung. Connected. Please go back to the app to continue the setup. Der Roboter wird mit ihrem Telefon verbunden. Okay. Die WLAN-Anzeige blinkt. Das heißt, der ist noch nicht richtig verbunden. So wie ich das gelesen habe. Ah, hier ist auch nochmal dieser QR-Code für diese App wahrscheinlich. Ja, wenn ich es jetzt verbinde, kann ich mal kurz ein paar Sachen erzählen, die ich so im Video gesehen habe. Also, ich bin kein Profi, ne? Verbindung fehlgeschlagen. Okay, ich erzähle mal kurz hier oben. Das ist der Turm, wo das Lasermesssystem den Raum ausmessen tut. Ich erzähle später, weil es ist Quatsch, weil ich die Vorderseite nicht sehe. Ah, es geht nicht so ganz einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Er verbindet und findet nichts. Aber wahrscheinlich muss ich dann. Ich habe euch was gelesen. Ich habe ja bei mir 5G-Netz aktiviert, glaube ich. Mein WLAN. Und das mag aber kein 5G, nur Gemisch. Ja, mal gucken. Ja, geht es jetzt oder nicht? Es geht. Da. Robotername eingeben. Ja, ihr habt ja den Roboternamen gewählt, aber ich habe das Video noch nicht hochgeladen, also weiß ich noch nicht den Namen. Ich mache schon mal ein X rein. Ich denke, den kann ich später noch umbenennen. Okay. Geben Sie bis zu 16 Zeichen ein. Ja, eins lang doch, oder? Weiter. Sprachmeldung. Ich bitte mal in Deutsch. Intelligente Reinigung öffnen. Aktualisierung. Bitte warten Sie. Ja, wie lange denn noch? Das soll doch einfach mal losfahren. Rakete, Rakete. Ist eher wie ein Moped, aber keine Rakete. Oder es ist eine Regenwolke, es regnet. Hier hinten, dieser Knopf ist jetzt rosa geworden. War vorher weiß, jetzt ist er wieder weiß. Und war gerade rosa. Er wird automatisch neu gestartet. Ich weiß nicht, kommt das jetzt vom Robby? Aktualisierung erfolgreich. Ja. Ist nicht vom Handy. So ist auch die aktuelle Firmware drauf. Da kann nichts mehr schief gehen. Beginn des Ladevorgangs. So. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier auf jetzt starten drücke, aber dann die Meine Wohnung untersucht, wo, wie groß es ist. Ich starte jetzt mal. Beginn der Reinigung. Ruhe, Genuss.
nicht weggehen. Also, ich will erstmal, dass da ein bisschen, ich glaube, das sucht jetzt die Kanten ab. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er macht. Da muss ich ja jetzt erst mal hier ein Bild von meiner Wohnung machen. Ich habe auch mal alles bisschen beiseite geräumt, also mehr in die Mitte geräumt. Aber ich habe den Lufterfrischer drin. Man riecht ihn schon ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich hier weg sein darf, ob es das dann stört. Ja, was ist das? Wir gucken mal hin. Ja, man riecht's. Jo, der fährt da drunter, geil. Er hat gerade gesehen, mein Greenscreen, den hat er jetzt ein bisschen mitgenommen. Na, was macht er hier? Ja, er saugt schon mal die von dem alten Kratzbaum, ne, was da mal runterfällt, wenn die Katze hier so rumkratzt. Oh, ruhig dich! Ruhig, Junge! Das war die automatische. Jetzt muss ich aufpassen, hier ist ein Kabel. Weiß nicht, was er hier macht. Er macht schön in die Ecken gerade. Wäre das wieder Kabel? Nein, da geht nicht leider. Oh. Ja, das muss ich alles mal noch besser verlegen, dass da wirklich. Da ist ein Krümel, guck mal. Ja. Weg war's. Guck mal, es ist ja gleich wieder an der Ladestation. Hallo? Komm! Das ist so cool. Achso, der fährt jetzt Bahnen. Oder was? Okay, sag mal, das war jetzt mal die erste Tour. Ich muss bestimmt noch irgendwas einstellen, dass da die Raumerkennung macht oder so. Hier ist schon irgendwas drauf. Also meine Katze ist neugierig, aber jetzt nicht, dass sie panisch abhaut. Aber jetzt muss ich aufpassen, was er hier macht. Übrigens vorne, ja, ist die Lasererkennung und das Ding hat auch nochmal physischen Kontakt, wenn ich jetzt dran halt. Ja, fährt er nicht weiter. Oder so, keine Ahnung. Ja. Kann ich ihn ärgern? Spaß muss sein. So, ich mache sie mal zurück zur Ladestation. Warte mal. Karte wird erstellt, eine Rückkehr zur Ladestation beeinträchtigt die Kartenerstellung. Oh. Ich wusste nicht genau, ob da schon eine Karte erstellt. Und ja, ich lasse die jetzt einfach mal hier rumdüsen. Wenn was passiert, melde ich mich. So, da wollte ich gerade hier rausfahren und
Es war mir dann zu gehörig, wenn er hier drüber fährt, ob da irgendwas passiert. Dann habe ich ihn angehoben und er ist sofort ausgegangen. Ja, super. Also wenn man ihn anhebt, geht er sofort aus. Da kann ich jetzt auch, wenn das eh abgebrochen ist mit der Lade, wenn das jetzt abgebrochen worden ist, werde ich ihn zur Ladestation zurückschicken. Ich bin gespannt, ob er jetzt richtig hinfährt. Und wie er das trifft und wie laut das dann ist, wenn die Absaugung angeht. Okay, er saugt nicht ab. Eventuell saugt er nur ab, wenn auch genug drin ist. Vielleicht kriegt er das irgendwie mit. Aber man kann Selbstentleerung drücken. Das mache ich jetzt mal. Staubbeutel leeren. Also es ist so laut wie ein Staubsauger, wie ein ganz normaler Staubsauger. Da hat meine Katze Schiss. Aber der Sauger ist an sich jetzt nicht ganz so laut. Ich weiß auch nicht, auf was für Stufe das war. Das gucken wir auch noch. Da sieht man nochmal, wo er lang gefahren ist. Und wie die Wohnung, die Wohnstube vermessen worden ist. Ja, der obere Teil, das haut ungefähr hin. Aber er hat halt nur hier vorne rum gequarzt und nicht hier hinten. Und hier geht's zur Küche raus und da muss ich auch die Kabel wegräumen. Ja, ich habe das Kabel weggemacht. Entschuldigung. Also meine Mia ist etwas skeptisch, aber sie hat keine Angst. Ja, sie ist neugierig, hält sich auf Abstand, aber... Wo ist er denn? Weg! Wo ist er? Na da. Ich habe gerade gemerkt, er hat ein paar Probleme gehabt mit diesem Dreifuß, den hat er mal ein bisschen weggeschoben. Da muss ich halt aufpassen mit dem Greenscreen. Es steht auch unglaublich viel rum. Umso länger dauert es, ne? Ja, was macht er denn da? Er ist in der Küche angekommen. Wie man hört, das nimmt Dreck auf. Ja, ein Mülleimer. Und es geht auch. Das ist in der Schlafstube.
Und man hat gehört, die Saugkraft wurde gleich erhöht, weil er erkannt hat, dass er Teppich ist. Oh, Mia. Ja, bei mir sieht's aus. Ich weiß, bei mir sieht's aus. Deswegen habe ich den ja als Helfer, damit ich hier ein bisschen mehr Ordnung schaffe. Also, ob er da durchkommt, ist ziemlich enge. Ja. So, hat gerade gemeldet, Reinigung abgeschlossen. Und jetzt wieder zurück zur Ladestation. Und ob er das schafft, keine Ahnung. Oh, da passt die GoPro da unterm. Oh! Scheiße!